Regeneration, hilf mir, Junge. Hey Kinder, was geht denn bei euch, Junge? Weiter geht's mit Fallout. Ich habe ein Stündchen Zeit, also 4 Folgen ungefähr. Mache ich immer 15 Minuten, ja. Aua, was habe ich da im Rücken? 4 Folgen. Ah, steckt mir ein Messer im Buckel oder was? Ja, und die 4 Folgen werde ich jetzt mal ordentlich hinklatschen. Und ich habe... Au. Ich habe mir überlegt, ui. Prim Slim so... Nee, wir wollen ja nicht umprogrammieren. Wir sind ja nicht behindert, ja. Ich habe mir da weggeschüttet. Meyers, ein ehemaliger Chef, den Meyers, den wollen wir, nee. Ja, wir wollen Meyers. Ich gucke jetzt, ich überlege, ob ich dann jetzt immer Ding mache. Tschüss und Hallo sag, nach den 15 Minuten. Das ist für euch immer so ein kleiner, guck mal, wie behindert ich aussehe. Dass es für euch immer so schön ist. Na, machen wir das so. Okay, machen wir so. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Na, das Licht ist wieder ein bisschen nah, aber... Na gut, okay. Okay. So, also wir müssen nach da oben. Ihr wisst sicherlich noch, hoch zu diesen Statuen. Denn... Wir müssen da hoch. Ich habe die letzten paar Tage etwas Skyrim gespielt und wollte gerade rennen. Aber man kann hier nicht rennen. Gut, gut. Oh, Skyrim ist natürlich auch... Moment mal, mein Kopf. Ja. Naja. Ja, also jetzt... Was haben wir denn da? Da ist doch... Irgendwo... Oh my god, wait... No! Hell no! Abtrünnige Pulverbanditen. Wir schleichen uns einfach mal ran. Dann verstecken wir mal die Waffe. Wir schleichen uns an. Gott, sind wir verschlichen. Guck dich das an. Ach so. Ich bin so unauffällig. Es ist so unauffällig. Edi, du bist so unauffällig. Edi ist die unauffälligste Drohne, die ich kenne. Ach, und das ist voll der Schleichangriff. Oh Gott, wird das ein cooler Schleichangriff. Passt auf. Passt auf. Nicht auf mich gucke. Da, auf der Bildschirm. Also für euch. Da. Oder? Da ist er. Oder da? Ich weiß es nicht. Aber hier irgendwo. Kommen wir jetzt gepickt. Du Drecksack, du Horischer. Da fängt er an wegzulaufen. Ich war kaputt. Bam. Kritischer Schleichangriff. Also doch. Die war fucking delicious. Okay, habe ich gut gemacht. Habe ich schon gut gemacht. Er ist einfach zu Staub zerfallen. Er ist einfach ein Häufchen Elend geworden. Ja, Geld. Patronen. Oh, Heimburg. Das ist jetzt die Aufnahme, ne? Die nächste, die Session. Ich werde jetzt meine Waffen aussortieren. Nämlich genau jetzt mache ich das. Freut euch schon mal auf eine... Es wird so spaßig. Und zwar, wir machen das knallhart. Wir wollen den Magnum Revolver wollen wir nicht haben. Also können wir die 357er Kacke... Ah, aber halt. Edi, du nimmst es mit, gell? Ja, das wollen wir noch verkaufen. Ah nein, Edi, ich will nicht mit dir reden. Bitte lass mich in Ruhe. Nein. Inventar öffnen. Lager offen. Lager offen. So. Also nimm schon mal den Revolver. So. Und jetzt gucken wir kurz. Ausloggen, ja, ja. Was können wir hier noch dann basteln? Heimburg, du kennst dich aus. Wir können jetzt dann das Zeug zerlegen. Später dann. Die Munition kann man zerlegen. Hat Monsieur Heimbüchen mir erzählt, ja. Heimburg ist daheim in seiner Burg. Da liegt jemand Totes. Ohne Kopf. Oh nein. Was mag hier geschehen sein? Lass uns mal schauen. Vielleicht kann ich es irgendwie erkennen. Der Kopf muss wohl abgefallen sein. Ja. Hydra. Also wirklich. Monsieur. Ja, sie sind mir aber einer. Altes Warzenschwein. Das sind auch wieder gelbe Leute. Gelbe Punkte. Gelbe Leute. Was ist da in der... Hey, hey, hey. Auch meine Schleichangriffe sind in die Hose gegangen. Super. Das war bestimmt Edi, die mich jetzt angekackt hat. Oh, ich würde so gern treffen. Ich bin ultra verkrüppelt. Habt ihr das gesehen? I'm so crippled. Na, in den Kopf. Sie konnte nochmal schießen. Hm. Bam. Komm schon. Erstmal da steht, soll ich jetzt wirklich schießen auf diese arme Frau mit meinem roten Bum-Bum-Laser? Tot, Junge. Tot. Okay.
Gut, 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 gut. Gut. So weit, so gut. Okay. Da ist ja noch jemand. Das war aber... Oh, das Bein ist abgefallen. Wie unangenehm. Ich glaube, das ist schon kacke, wenn einem das Bein abfällt. Was habe ich da aufgehoben? Was habe ich da aufgehoben? Britische... Was? Britischer Code? Was ist mit B, oder? Nein, habe ich mich verlesen? Egal. Hello, I can help you. Hello. Ja, ich weiß, ich bin crippled. Super geil, wirklich. Und wahrscheinlich noch abhängig von irgendwas. Oh Gott. Hier oben noch. Ah, da. Kisten. Nein, das sind keine Kisten. Was ist das? Die Lüftung. Hör mir. Uff, so ein Laden muss doch nicht gelüftet werden. Lüg mich nicht so an. Du schweiniges Spiel, du. Kann man hier nicht rein? Ah, doch. Holster your weapon at Gamora. Ich weiß, was die Thumbnail ist. Yeah. Gut. Gut, gut, gut. Wir gehen mal in diesen, so ein Cheat! Wir gehen mal hier rein. Ha, ich muss dann später die Waffen verkaufen. Heimburg, ich weiß, schreit doch bitte nicht so. Heimburg. Ah. Was, was, was? Mitglied der Schakale, wie bitte? Warum bin ich kein Mitglied? Bitch! Sie ist direkt wieder kopflos. Das ist ja wohl lächerlich. Und da sprenkelt es aus ihrem, aus dem Köpfchen, aus dem Hals. Ein Psycho, irgendwas zum Psycho, you know. Hilfe. Hilfe. Bisher. Hey. Hello? How can I help ya? Hello? Well, hi. Edie, bleib doch mal ganz kurz cool, okay? Hier krabbelt doch irgendein Getier rum. Mine. It's mine. Hier. Oh, Leute. Krass, wie gut ich treffe. Hier ein Stück Code. So, ihr Schrecken, ihr. Batsch! Erster Kill. Bam! Kein Kill. Und. Ja. Der Fliegenklatsche geht es so. Du. Ha. Na, war schon ein kritischer Angriff. Hab ich gesehen. Hab ich von hier gesehen. Das ist super. Ja, ich verwende gleich eine Arzttasche. Es ist ja echt schrecklich hier. Toter Prospektor. Shit. I need outprovided as war. Und ich brauche. Herzass. Hülsen, Hülsen, ja. Karawanenschrott für den. No, no. Oh, ja. Oh, 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 oh. Oh, this. Ich hab sein Buch. Achso, schlafen bringt ja eh nichts mehr. Wo, Idi? Wo hat sich die andere Schrecke versteckt? Bitte. Oder? Boah, Idi hat sich einfach gepimmelt. Trinkbrunnen. Idi ist echt krass. Also, Idi geht schon manchmal ab. Also, ist schon ein bisschen crank. So ein bisschen Angst vor Idi manchmal. Jetzt habe ich mir nachts hingelegt, denke ich mir, Hilfe. Was liegt denn da? I thought it is a Sternkron, Kiki. Ich dachte, das wäre ein Sternkronkorken. Für die, die dem behinderten Englisch nicht mächtig sind. Ja, ich esse jetzt schon eine Arzttasche. Verdammt nochmal. Ich habe nur noch 4 Stück. Oh, gön, gön. Bereit ins Wasser kommen. Oh, gön. Wow. Ultra abhängig von allem einfach. Drei Spiel. Habe ich schon immer 3 Spielstände? Ja, ich habe 3 Spielstände, ne? Ja. Naja. So. So, so viel Action schon in den ersten 7 Minuten. Es ist imitiös. Höchst imitiös. Da wir natürlich immer alles sofort erkunden, erkunden wir kurz dieses Stück hier. Ist das nur diese Werbetafel? Die es zu erkunden gilt? Ivanpa Trockensee. Oh, yeah. Oh, oh. Ach, ein Rindenskorpion. Lächerlich. Der ist viel zu klein und viel zu weit entfernt. Der wird mich nie im Leben kriegen. Aber dieses Auto. Aber dieses Mädchen. Wait. Komm her, Skorpion, komm her! Skorpion, kommst du schon? Skorpion? Er schwebt. I think he's swaying. Einfach gebumst. Habt ihr das gesehen? Gebumst habe ich ihn. Oh, Moment mal, er ist gar nicht so klein, wie er aussieht. Doch, sehr klein. Ich war ja gekniet. Da sieht ja alles klein aus. Kniet euch mal hin und geht dann durchs Leben. Alles sieht ultra riesig aus. Aus eurem Blickwinkel. Aber da hinten, ne? Das sind bestimmt... Was? Bin der Vogel!
Idi, warum schießt du denn die Vögel nicht tot? Idi, du enttäuschst mich jedes Mal aufs Neue. Idi! Idi, fucky! Was ist denn da hinten? Komm mit, Idi, kommst du schon? Komm, komm mit. Komm, Idi, komm, komm mit. Wir gehen nach da hinten, da. Zu dieser Tankstelle. Das ist doch eine Tankstelle, oder? Is it a tank still? It can't be. Let's have a look at this shit. Idi. Idi? Idi, wie soll ich denn hier irgendwie vernünftig was machen? Idi, der Azubi, hilf mir! Junge! Help me, play! Help me, play! Idi, der geht ja gar nicht kaputt. Was war das? Atombombe? Idi, you don't go dead! You don't go dead! Idi, der geht nicht tot. So los! Du kleiner Furzskorpion, kleiner Verschissener. Ja, burn! Burn, Mother! Beep! Burn! Ach, wir sind ja in Deutschland, darf ich rumfluchen wie will, du? Ist ja nicht bei den Amerikanern und so, weißt du? Da muss man nämlich immer piepsen und sowas und darf sich nicht nackt vor der Kamera präsentieren. Also dürfen, ja. Gut. Da ist offen. Der Lester hat bestimmt geöffnet. Vielleicht können wir etwas zusammen lästern, Lester. Ja. Ab in den Gemischtwarenladen. Ich möchte nämlich gemischte Waren erhalten. Oh, es ist schon leer gekauft. Super. Black Friday und so. Zurück. I just can't believe. Oh. Aha, ein Gewehrschrank. Was? 50. Wie viel habe ich? Ah, ich gucke jetzt nicht nach. Anscheinend zu wenig. Heimburg, keine Sorge. Keine Sorge. Heimburg sitzt jetzt da und denkt sich, fuck, wann wechselt er endlich seine Waffen aus? Ich mach's gleich. Ich geh dazu noch in irgendeinen Laden, dass ich die Scheiße direkt verkaufen kann. Also cool bleiben. Ah. Übrigens, schaut mal bei Heimburg vorbei, los. Schaut bei Heimburg vorbei, ihr Schweine. Lala. Also ihr seid keine Schweine. Aber Schweine können auch bei Heimburg vorbeischauen. Bei Heimburg ist nämlich jeder willkommen. Mhm. Super, ich bin zu schwer. Ja klar, es handelt sich dabei nur um ein kleines Grämmchen, um ein Kilo Grämmchen. Was liegt denn noch? Was liegt denn noch was? I just drink some Sunset Sarsaparilla. Ja, ich bin ein cooler Killer. Freut mich, freut mich. Da oben sind wir ja schon, wir sind schon da. Wie lange hat es jetzt gedauert? 12 Minuten oder sowas? Ich weiß es nicht. Speichern wir nochmal kurz, falls wir es gleich auf den Sack bekommen von der Atombombe, die mit uns kämpfen will. Wer kennt das nicht? Man läuft gechillt, man flaniert über die Straße und plötzlich, bam, kommt eine Atombombe und kämpft mit einem. Wow. Wow. Where did you shit? I hear gunshot. Just call the police. Und jemand muss hier mal die Euter beäutern. Die hängen ja schon ganz tief runter, Mensch. Die sind ja voller als voll, du. Hallo, brauchen Sie was? Hallo, brauchen Sie was? Ich hab Durchfall, ich sag's mal so. 700, sehr gut. Jetzt, Heimburg, deine Stunde ist gekommen. Was verkaufe man jetzt, Heimburg? Ich weiß es nicht. Also Laser und Plasma würde ich schon gerne behalten, aber die Laserwaffe nicht. Ja, Laser verkaufe ich. Gott, ich bin echt hart. Das ist schwierig. Das ist echt hart. 9 und 32, was hat die? 32 und 10, ja, ist ganz klar. 9mm Pistole werde ich verscharren. Oh Gott, die Kamera fliegt davon. Wobei ich da nicht die Munition direkt spare, weil ich habe die Uzi immer noch, die MP. Scheißegal. Was gibt's noch? Ich habe gar nicht so viel dabei. Heimburg. Ha, du Alter, du bist mein Alter. Also. Da, Gewicht. Leere Spritze. What the fuck? Willem the fell. Raketenmikrofusionszelle. Das ist natürlich sehr wichtig. Hier. Ja, das brauchen wir nicht. Hier. Und dann brauchen wir natürlich auch, nicht zu vergessen, ich erwähne das mal eben am Rande. Ich komme auf den Punkt, also ich will nicht lange drüber rumreden um den heißen Brei. Ich sage einfach jetzt hier und jetzt, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Zack. Ja,
Wir sind so reich. Achso, Edie, mein Scheiß bitte. Und du? Howdy. Howdy. I'm a girl. Yeah, I'm a girl. I'm a pretty, pretty girl. I'm pretty like a pretty Daisy. Inventar öffnen. Ich bin schön wie eine schöne Daisy. So, Edie, jetzt geht's mal rund. Den Revolver verkaufen. Wir verkaufen den Baseballschläger. Wir verkaufen auch das Kleinkalibergewehr. Ja, mit der 5,56mm Munition. It's a spring matter. I don't need a spring matter. Und Stachelschlagringe. Ja gut, ich glaube, die nehme ich generell einfach mal an mich. Hey, cool bleiben. Nein. I don't need something. Also, wir verkaufen diesen Revolver. Und... ja, ich verkaufe... oh, mit 37 ist natürlich noch nicht schlecht. Bring Messer. Kleinkalibergewehr. Und die Munition dazu. Und zwar... habe ich vergessen. 5 mm war das, ne? 5 mm, ja, ich hieß in meinem früheren Leben Peter. Na, ich weiß es nicht. Ja, die verkaufe ich. Ja, weg damit. So. I'm rich like a... jetzt gehen wir nach da oben. Heimbock, bist du zufrieden? Ja, also ich bin schon etwas zufrieden. Obwohl ich immer noch voll viel wiege irgendwie. Moment mal. Heimbock, hast du mich verulgt? Ja klar, dieser Flammenbrennstoff ist natürlich... aber einen Flammenwerfer dabei zu haben, Heimbock, also da kannst du mir nicht ausreden. Raketen, ah. Ich sag's mal so. Mademoiselle Edie, ich gehe einfach mal davon aus, dass Edie ein Weibchen ist. Edie nimmt jetzt natürlich meine Raketen. Meine Raketen. So. Und auch den Flammenbrennstoff. Ja. Und, ja. Ist das nicht für dieses Ding-Rifle da? Ja, das ist doch das. Ja. Ich kenne mich aus. Mich kann man nicht verulke. Ich kenne mich aus. Direkt speichern, denn jetzt haben wir wirklich eine sehr nützliche Tat vollbracht. Indem wir die Munition ausgedünnt haben etwas. Aber Heimbock, ich weiß, das war noch nicht perfekt. Guck mal extra nochmal für Heimbock und für jeden anderen, der sich auskennt. Hier, guck mal, das ist meine Munitionsliste. Ich zeig dir die Waffen, Heimbock. Ich möchte gerne die 10mm Pistole benutzen, die 9mm, Baseballschläger, Dynamit und sowas. Ich denke, das lasse ich einfach immer dabei, oder? Und die Plasmawaffe. Und ich teste mal den Stachelschlagring und ich glaube, die schallgedämpfte Waffe ist immer cool für so Schleich-Action. Aber sonst will ich eigentlich nicht viel behalten. Ich habe dann bestimmt noch Munition, die ich nicht mehr brauche. Hier, wer sich auskennt. Welche Munition kann ich noch löschen? Die oder 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 den Scheiß da unten. Guckt euch mal an. Ihr kennt euch aus. Ich kann da nicht so... traue mich nicht, da so lange rumzufuchteln jetzt und das wirklich auszubaldobern, weil das für euch langweilig ist. Ich rede zwar viel Code in dieser Zeit, aber... Moment mal. Ach so, ein Motorrad. Ich dachte, eine Leiche. Wie schade. Das ist so shade. Das ist so... komm, wenn ich heute dabei habe. Der Steven. Der Stewie. Ja, ja. Mojave Outpost. Baracke. Hey, du. Sie kommen aus dem Norden. Sie müssen ja ganz schön irre sein, wenn Sie sich auf diese Straßen trauen. Also, ein Außenposten der Mojave Outpost. Wir behalten eine große Menge Nichts im Auge. Fühlt sich an wie ein Brahmin-Verschlag für Karawanen. Sie werden hier eine Weile angehalten und müssen warten, bis die Straßen nach Norden frei sind oder ihre Freigabepapiere kommen. Sie sind wohl weit gelaufen. Wenn Sie den Staub runterspülen wollen, gehen Sie in die Kaserne. Da gibt's eine Bar. Nicht viel, aber besser als nichts. Na, ich sag's mal so, ja, es gibt hier in der Stadt auch irgendwie Arbeit. Pimmelnase? Keine, von der ich wüsste. Aber wenn Sie aus dem Norden kommen, dann können Sie freier reisen als die meisten anderen. Schauen Sie in der Kaserne nach. Vielleicht können Sie für jemanden wohin laufen. Aber Vorsicht auf dem Dach. Da liegen Scharfschützen in Stellung. Wenn Sie Reparaturen brauchen, dann gehen Sie mal ins HQ. Sprechen Sie mit Major Knight. Der hilft Ihnen, falls Sie Formulare ausfüllen können. Ich sag's mal so. Den Scharfschützen werde ich erstmal was in den Arsch stecken, ist klar. Die beiden... was? Stellen die Vereinigung dar. Sind vor allem als Schattenspender nützlich. Wird nicht helfen, wenn die Legion kommt. Weil, ne, so ein Scharfschütze, den kann man dann mal ein bisschen erschrecken. Ich gehe jetzt mal. Ja. Tschüss, hihi. Ich bin dann mal weg. Was ist mit dir los? Howdy. Karawanist. Mir ist bei Skyrim aufgefallen, dass bei Skyrim fast... es gibt fast keine Leute, die irgendwie... haben sie sich verlaufen?
Bewohner von XY oder sowas heißen. Die haben alle eigene Namen und haben meistens auch was zu sagen. Aber die hier, die Leute hier, die sind doch... Als hätten sie die Apokalypse hinter sich. Howdy. 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 Howdy, Partner. How are you? Ich bin Kampflos geben wir nicht auf. Kampflos geben wir nicht auf. Mojave. Ich habe vorhin noch das Infovideo fertig gemacht. Da unten habe ich jetzt neue Links zu dem ganzen Kack, Twitter, Instagram und sowas. Weil Kontakt ist ja doch sehr wichtig. Na, dieser Kontakt hier. Und, oh. Karawane, Bürger, Pilger oder... Arschkeks. Mein Name ist Arschkeks. Ich trage das ins Logbuch ein. Überwache den ganzen Verkehr durch den Außenposten. Auch wenn wir momentan nur Eingänge und keine Ausgänge haben. Wenn Sie den befehlshabenden Offizier suchen, der ist hinten. Aber er hat eine Menge zu tun. Wenn Sie was zu sagen haben, fassen Sie sich kurz. Ah. Wenn wir uns Ihre Ausrüstung mal ansehen sollen, lässt Sie das machen. Falls Sie die Arbeitsanweisung und die Anträge für Teile unterschreiben. Shit, ich hab das verhudelt mit dem Tschüss sagen. Egal, die Folge ist etwas länger. So Leute, der Gespräch tut gleich weitergehen tun. Das Gespräch geht gleich weiter. Vielen Dank fürs Zusehen dieser Folge. Es ist Folge 24, glaube ich. Und ja, bis zum nächsten Mal und bis zur Folge 25. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.